beim Thema Wertigkeit der Fische oder Wertigkeit der Käufer, was gibt mir so ein Zertifikat und was sagt das über die Herkunft meiner Fische aus? Das ist auch durchaus, naja, der Status der Käufer zu beachten, ja? Wenn ihr jetzt dazu übergeht zu sagen, jede Käufer ist gleich und es kommt es auf den Fisch drauf an. Genau da liegt so ein bisschen der Hund begraben. Ja, der Fisch ist das eine. Das andere ist Verhältnis Alter zur Größe. Das nächste ist Verhältnis Längenwachstum zum Körperbau. Wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass diese Altersangaben auch stimmen? Und dann die genetische Herkunft vom Fisch, ja. Wobei ich in einem späteren Video durchaus mal darauf eingehen möchte, dass diese Genetik eben nur zum Tragen kommt, wenn der Fisch eben auch eine wirklich exzellente Händerung erfährt. Aber Genetik hat natürlich auch was zu tun mit dem Preis des Jungfisches, aber auch darauf abgezielt, wie teuer ist der Erwerb solcher Elterntiere. Weil nicht allzu viele Farmen in Japan können sich den Erwerb wirklich echter Spitzenelterntiere auch leisten. Wenn ihr jetzt davon ausgeht, der große Kohak, den ich euch letztes Jahr gezeigt habe, welcher im Ursprung die Blutlinie DS Kohaku kreiert hat oder da praktisch so als Aushängeschild fungiert hat. Dieser Kohaku, den wir gekauft haben bei Sakai Fish Farm, am Ende war er 1,07 Meter groß. Letztes Jahr beim Laichen war er 25 Kilo schwer. Ihr kennt vielleicht das Video, wo wir den Fisch gemessen haben, Hormone gespritzt haben und so weiter. Dieser Fisch hat uns gekostet, erworben bei Sakai, 40 Millionen Yen. 40 Millionen Yen sind zurzeit irgendwie so 360.000, 370.000 Euro. Also die Anschaffung von so einem Elterntier, wo du ja auch vorher nicht weißt, funktioniert der Fisch, gibt der Fisch überhaupt Eier, ist der Fisch, vererbt er das, was ich möchte, funktioniert dieser Fisch mit den Eltern, mit den männlichen Elterntieren, die ich mir dafür vorstelle, sind die Jungtiere, die sich daraus ergeben, dann das, was ich mir vorstelle, klappt das alles? Ja, da steckt halt ein riesen Invest drin. Und zum anderen züchten wir hier ja nicht nur mit einem Elterntier, wir züchten dieses Jahr mit 62 Verpaarungen, also 62 weibliche, große Fische, teure Fische. Und darauf kommen dann die entsprechenden Männer. Männer werden öfters eingesetzt. Also wir haben durchaus Männchen, die die Hauptträger der Blutlinien sind, die dann auch bei vier weiblichen Tieren eingesetzt werden, 5, 6, je nachdem. Wir testen die Tiere ja immer am Vorabend, dass wir die Männer kurz betäuben, gucken, ist der Mann bereit, kann der wieder Sperma abgeben, hat er wieder Tinte auf dem Füller und dann die Fische eben entsprechend ansetzen oder eben Hormone spritzen, dass der Mann dann auch wieder mehr Sperma bildet. Aber damit geht halt auch ein extremer Invest an Geld einher. Ja? Elterntiere, wahnsinnig teuer. Dann kommt es natürlich dazu, wenn du mit 60 Verfahrungen so etwas fährst, brauchst du die entsprechenden Mitarbeiter. Brauchst du entsprechende Mitarbeiter, um die schwarzen Larven von den weißen Larven zu trennen. Du brauchst entsprechend viele Larvenponds, diese Larventeiche, Fryfish Ponds. Davon haben wir jetzt dieses Jahr 210 am Laufen. Diese Freifischponds müssen gepflegt werden, müssen eingestellt werden, müssen präpariert werden. Ich möchte nicht darauf eingehen, was wir zum Präparieren verwenden, was wir da brauchen. Aber auch diese Mittel, diese Substanzen, die da ausgebracht werden, kosten Schweinegeld. Dann natürlich das Koi-Futter. Hier bei der Nichi Koi Farm füttern wir eine eigene Koi-Futter-Mischung, die uns Kevin Baba herstellt. Das ist der Besitzer von FD Food. FD Food ist euch vielleicht ein Begriff in Europa.
Dieses Futter wird hier verwandt. Es ist wahnsinnig teuer. Das Kilogramm kostet umgerechnet auch hier im Einkauf in Japan um die 20 Euro das Kilogramm. Also wahnsinnig teures Futtermittel. Ja, und dann hier fehlen die Gewächshäuser. Ihr könnt euch vorstellen, was hier für ein Strom rausgehauen wird. Die Gewächshäuser werden im Winter beheizt. Hier in Japan ist der gängige Brennstoff ist Petroleum. Es kommt in der Woche zwei bis dreimal ein kleiner LKW, der die Tanks mit Petroleum auffüllt im Winter. Ihr seht die großen Riesenfilter. Die Riesenfilter betreiben, braucht es natürlich auch entsprechend Strom, damit die Pumpe das Wasser auf dieses Höhenniveau bringt, von wo es dann herunterfällt. Und hier in Japan wird natürlich extrem viel Wasser durch die Riesenfilter geschickt, um ein extrem hohes Sauerstoffniveau zu erzeugen, um eine extreme Aufspaltung der Wassermoleküle zu erreichen. Alles das hat mit extremen Kosten zu tun. Und da trennt sich dann schon extrem die Spreu vom Weizen. Also so eine Farm wie Sakai, eine Farm wie Dainichi, eine Farm wie Momotaro, das sind die drei großen. Und zwischen diesen drei großen Farmen und dem Rest der japanischen Züchter gibt es eine ganz große Strecke an Performance, die von der zweiten Liga, so nenne ich das mal, einfach nicht erreicht wird, auch vielleicht nicht erreicht werden kann. Natürlich tauschen auch diese drei großen Farmen untereinander ihre Fische. Also wir bezahlen unsere Elterntiere bei Sakai, aber genauso kommt Sakai ja auch zu uns und kauft bei uns wiederum Elterntiere ein, die er einkreuzen möchte, sodass bei uns wieder Geld hängen bleibt. Dann gehen wir wieder zu Momotaro, Momotaro kommt wieder zu uns, Momotaro geht zu Sakai. So ist das Ganze irgendwo ein Kreislauf, den diese drei großen Betriebe in sich auch so ein bisschen bilden. Willst du da aber reinkommen als neue Farm oder als alte Farm, die jetzt neu ambitioniert ist, neue Ambitionen hat, Elterntiere möchte, ihre Farm umbauen möchte, dann musst du erstmal Geld haben, um diese Infrastrukturen zu schaffen, um in diese Liga reinzukommen, um dir diese Elterntiere kaufen zu können, damit die anderen Farmen wiederum auf dich aufmerksam werden, wiederum auf dich zukommen und auch bei dir wieder ein Elterntier kaufen. Das ist die Schwierigkeit dabei.